Er ist einer der wirkmächtigsten Deutschen, auch wenn er in der praktischen Politik wenig ausrichten konnte. Karl Marx. 1818 in Trier geboren, studiert er später Jura in Bonn. Mit Jenny von Westphalen, seiner Frau fürs Leben, kann er sich nur heimlich verloben. Sie ist adlig und eher jüdischer Herkunft, mit ungewisser Berufsaussicht. (1836) zieht Marx nach Berlin. An der Humboldt-Universität will er Philosophie studieren und die Welt verändern. In der Studierstube entwirft er eine eigene Philosophie. Ideen, Religionen, Staaten sind lediglich Früchte ihres materiellen Bodens. Die Geschichte kennt nur herrschende und unterdrückte Klassen. Erst der Kommunismus, Gemeinschaft der Gleichen, wird diesen Kreislauf durchbrechen, so seine Vision. Die Philosophie seines Vordenkers Hegel hat Marx somit zur politischen Lehre geerdet. Doch mit solchen Gedanken kann er damals in Deutschland nicht Fuß fassen. Marx zieht nach Paris. Dort arbeitet er mit einem politischen Seelenverwandten zusammen, Friedrich Engels, Sohn einer wohlhabenden industriellen Familie. Der kennt die soziale Frage aus eigener Anschauung und bringt sie Marx nahe. Dr. Marx? Herr Engels? Ja, guten Tag. Marx hatte, wie Hegel, die Vorstellung, er ist im Besitz des absoluten Wissens. So, das war sozusagen die Position, von der aus er auch anderen Leuten entgegengetreten ist. Er kannte den vergangenen und zukünftigen Verlauf der Geschichte. Und den will er aktiv vorantreiben. Zusammen mit Engels verfasst er 1848 das Kommunistische Manifest. Nicht schlecht. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Ja. Es wird zur Urschrift der Arbeiterbewegung in der ganzen Welt. Und Marx zum Schreckgespenst für die besitzenden Klassen. Doch historische Sprengkraft werden seine Ideen erst im 20. Jahrhundert entfalten. Als 1848 die Revolution auch seine Heimat erreicht, kehrt Marx aus seinem Exil zurück. In Köln gibt er die Neue Rheinische Zeitung heraus, das selbsternannte Organ der Demokratie. Sie bereitet den Boden für revolutionäre Ideen. Hier, was sagt unser Zensor? Lange währt die Euphorie aber nicht. Nach dem Scheitern der Revolution muss die Zeitung ihr Erscheinen einstellen. Diesmal verlässt Marx seine Heimat für immer und geht nach London ins Exil. Er versucht sich mit Aufträgen für verschiedene Zeitungen über Wasser zu halten. Doch die finanzielle Not ist groß. 4 seiner 7 Kinder sterben noch vor dem 10. Lebensjahr. Ohne die Subvention von Engels hätte Marx weite Teile seines Werks nicht fertigbringen können und auch Schwierigkeiten gehabt, bestimmte Krisenjahre zu überleben. Neben dieser Zuwendung verbessert schließlich das väterliche Erbe das Auskommen der Familie. Marx arbeitet unermüdlich an seinen politischen Schriften. Über 15 Jahre allein an seinem späteren Hauptwerk, das Kapital. Weniger wirkungsvoll gelingt die praktische Politik mit der Gründung der ersten Internationale, eines Zusammenschlusses von Arbeiterverbänden. Ende 1881 stirbt seine Frau Jenny. Anfang 83 auch ihre älteste Tochter. Doch Karl Marx überlebt seine Liebsten nicht lange. Auf dem Londoner Highgate-Friedhof wird er 1883 begraben. Seine Ideen wirken fort.
Nicht immer im Sinne ihres Erfinders haben sie das 20. Jahrhundert geprägt.